Let's go! Bestes Sommerwetter hier im Port, 35 Grad, wir sind am Kanal, wir haben einen Haufen Leute akquiriert, die Russian Swing steht, wir haben ein obergeiles Eurotramp und heute die Mission ist absoluter Full Send mit absolut geilen Leuten! Und jetzt kommen die Wasserbohnen und machen den Spaß kaputt. Kleine Einweisung hier von Master Puff. Deswegen kann man es mal versuchen, dass sich einfach Leute mal hier am Rand einfach mit draufstellen und dann ist das halt absolut safe. Und wer Bock als erstes anzufangen? Paul! Die Stimmung ist schon wieder Wahnsinn hier, ja, herrlich ist es. Erster Sprung des Tages kommt von Paul. Wir haben hier schön das Ganze an die 3 Meter hohe Stelle gestellt. Das heißt, die Airtime, die man kriegen kann, die kann schon extra wild werden. Also ich predikte jetzt einfach mal hier heute ein paar herrliche Quads für den Tag. Was machst du? Oh, das ist ein Zenten-Single-Flip hier. Also ehrlich. Mars, du überdreht das Viech. Ja, Single-Flips sind hier sowas von unmöglich. Als nächstes haben wir Michel auf der Schaukel. Und wenn Michel am Kanal ist, dann sieht das wie folgt aus. Oh, oh! Scheiße! Oh. Jetzt mich jetzt erster Russian Swing Sprung, bin gespannt. Jawohl. Als Nils des Nils von den Clown Bombs. Auch hier Spektakuläres am heutigen Tag zu erwarten. Rein in der Klasse, Alter. Ah. Ah. Da geht nicht, oder? Technik nicht ganz rausgefunden, aber war auch der erste Sprung von ihm. Muss den Schwung quasi mitnehmen und ihn nicht wieder zurückdrücken. Aber kriegt er noch raus, weil das Viech ist ein Viech im Splashdiven. Klassisches Viech, aber ein geiles Viech. Ein geiler Hecht übrigens ist er. Hendrik, auch von den Cologne Bombs. Ihr merkt es, heute Feature mit Cologne Bombs. Wer sie noch nicht kennt, abchecken. YouTube, TikTok, Instagram. Ja. Einfach nur schön, da krieg ich Bock. Oder bist du als nächstes? Ja, ich schmeiß mir eine Katze. Ja, ja, das wollte ich doch auch machen. Ja, genau wie letzte Woche, das wird wieder ein Katzenmassaker hier. Katze, einfach geilster Move. Hab ich keinen Bock, Alter. Boah, das sieht jetzt schon geil aus. Yeah! He flew! He flew! Leo, auch von den Cologne Bombs. Spannend, was hier kommt. Ja, das sieht nach viel Schwung aus. Yo! Yo! Ich hab ein bisschen Sorge, nicht wegzukommen, Alter. Ah, ja. Ich guck mal, komm mal, was passiert, okay? Ist geil, das geht gut. Komplett den Absprung verkackt. Alter Bär, aber. Weiß halt echt nicht, wie man die abknicken soll. Nicht einknicken. Nee. Ah. Nee. Alter, das ist ja wirklich, das ist ja jedes Mal aufs Neue, sagt gar nicht. Was machst du, Ette? Abzeit! Ja, chillige Kontrolle, Digga. So muss Stark. Das. Ja, Mann. Also du willst einen Barani hinmachen, habe ich gerade gehört. Ich bin jetzt das zweite Mal dran nach der Katze und ich würde gerne Barani hinmachen. Den habe ich halt ewig nicht gemacht, aber damals war das so mein Lieblings-Splash-Diving-Trick und den würde ich schon gerne zurückerobern. Yo! Ja! Junge, safe! Komplett kontrolliert alles. Einsam, spitze, Affengeil. Mach ich wohl auch nochmal. Hm? Ich sag mal, so schlechter kann ich nicht werden. Machst du den gleichen Trick? Ja, weiß ich noch nicht. Ich spring jetzt erstmal mit einem Fuß ab, aber mit beiden Füßen war es halt echt scheiße. Mal gucken, was passiert. Ladies first und danach. Ladies first, ne? Da machen wir auch keine Abstriche. Perfekt. Rein in den Holger. Das kann ich nicht mehr
Ja. Erstmal für den ersten Prep. Ja! Nice! Geil! Runde 2 für Nils. Ja! Besser auf jeden Fall, würde ich behaupten. Machen wir jetzt mal ein paar Doubles. Jawollig! Ja! Ja, also ich hab Bock, mich jetzt auch mal hier reinzuwerfen. Also direkt ein Trip-Side. Ja, nee, Double-Side erstmal. Also. Mal gucken, wie das für Fuß und Knie ist, weil es ist ein bisschen scheiße, aber Bock hab ich. Guten Flug, mein Junge. Ja gut, da mit dem Double kann ich mir, glaube ich, abschminken bei der Höhe. Da wird direkt der Triple geschmissen. Ja, richtig. Besser ist er, ey. Geil. Mein Herz kannst du gerade mit einem Presslufthammer vergleichen. Ja, ja. Komm, Digga. Ja, Digga, du bist einfach nur komplett nach vorne. Hättest du den direkt machen müssen. Ich hab dann, je länger ich warte, desto mehr Angst kriege. Ja, gut. Mein nächstes Gerät wird ein Double A, aber herrlich wird das. Beim nächsten, jetzt. Jan, guck, dreh mal um. Hast du irgendwo ein Lay gesehen? Nee, ne? Ich auch nicht. Der Absprung ist so weird. Ja, Backflip ist verdammt eklig. Das ist jetzt mein zweiter Sprung. Ich habe keine Ahnung, wie das genau geht. Aber ich will jetzt noch einmal hoch und jetzt geht's da rein. Du Schwein. Wir haben eine neue Idee, und zwar zwei Leute, die hinten Anschwung geben. Einer vorne drauf und vorne drauf in die Katze. Ich erhoffe mir eigentlich die geilste Airform des Tages bislang, weil mit zwei hinten drauf, da kannst du fliegen lernen. Besser ist das. Okay, Nessa, jetzt! Ja, Sio! Reiner! Ja! Alter, war das geil! Bist auf jeden Fall Meter lang geflogen! Das ist eine Airtime, einfach krank. Ja, so gerade bei der Katze. Also, da sah bei Jan noch verdammt viel Spaß aus. Also, mach ich das jetzt auch. Alter! Das ist ja absolut hoch. Viel nächste! Also, jetzt! Yeah! Yeah! Alter, diese Airtimes sind so geil, weil du fliegst ja erst einmal noch nach oben, hast so einen kurzen Moment, wo du erstmal stehen bleibst und dann geht das Ganze wieder nach unten. Obwohl die Höhe, also gut, das sind jetzt auch locker 7-8 Meter, aber einfach diese Airtime ist halt nochmal so viel geiler, weil aber dieses Feeling, so geil, ey, Alter. Ja, zwei Katzen, wie sagt man immer? Alle guten Dinge sind drei da. Alle guten Dinge sind drei da, deswegen drei Katzen. Ich lerne jetzt auch mal fliegen hier. Mit Schraube, mal gucken. Du hast doch Pilotenschein A, B, C und 6, oder? 1, 2 und die 5. Okay, kann ja nichts schief gehen. Oh, nee! Also ich denke mal, dafür können wir uns mal eine Zeitlupe noch mal reinjagen. Ich war fertig damit und dann waren da einfach noch ein paar Meter, ich muss den Körper ziehen. So. Ich bin beim Absprung, bin ich hier hängen geblieben. Wir sehen rot hier, aber ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer ein krankes Teil hier. Das ist dein erstes Mal jetzt auf der Schaukel, richtig? Mein erstes Mal, ja. Alter, geil. Ja, okay. So. Janis schmeißt sich jetzt nochmal eine 360-Katze, weil das ja gerade nichts war. Das war eine 360-Kerze und jetzt gibt's die 360-Katze im Anschluss. Okay, jetzt! Oh, Alter! Geil, Alter! Das war ja der absolute Wahnsinn! Junge, Alter! Was war das für eine Höhe, bitte? Das sah bei Leon so geisteskrank schön und geil aus, dass ich das auch gern können würde. Also lerne ich das jetzt. Ja, das sah wirklich echt so schön aus beim Leon, dass ich das auch echt gerne können würde. Deswegen schmeißen Dwayne und ich uns jetzt auch in den Double Side mit einem Split zwischendrin. Bei Dwayne könnte das Ganze klappen. Ja, und bei dir eher nicht. Bei mir eher nicht. Aber Spaß ist Spaß, Alter. Weiter, ready? Hey! Das war der absolute Wahnsinn. Das war leichter, als ich gedacht habe. Also müssen wir noch mehr senden, wir sind nicht zerlegt. Dann mache ich das jetzt. Irgendwann jetzt so, weißt du? Komm, Lisa, komm!
Das war ja mal ein sehr hässlicher Split. Okay, die Bullen. Kommen sie? Da kommen sie, die kommen, die drehen, die wenden. Aber gut. Jetzt kriegen wir die Bestätigung, ob wir es dürfen oder nicht. Alter Amu. Also da leider uns welch ein wahnsinniges Timing. Schick dir jetzt weg, die müssen weiterfahren. Komm, mach mal, sprich mal ein Machtwort da. Hey, big man! You good, yeah? Yeah, looking big. We love to see it, mate. Come on. You need to be big because Jupp's big now and Jupp is gonna be the guy chasing you when you're giving the crimes and he's the one. Genau, was er sagt. You need to fight him, yeah, yeah. Genau, was er sagt. Guten Tag. Da müssen ganz viele Fahrzeugführer hier sein. Fahrzeugführer? Irgendeiner, dem ein Auto da oben gehört, ist kein öffentlicher Parkplatz. Das ist Betriebsgelände vom Wasserschifffahrtsamt und. Wenn ihr bereit seid, 35 Euro zu zahlen, könnt ihr natürlich da stehen bleiben. Nee, ansonsten ist das ab der Schranke wahrscheinlich, oder? Genau. Ah, okay. Gut, das wussten wir nicht. Dafür ist meistens so eine Schranke da. Ja, die war halt offen. Aber ich habe mal eine kurze Frage. Damit der Schaukel ist doch alles komplett in Ordnung, oder? Was soll ich jetzt dazu sagen? Macht Bock halt, ne? Macht Bock, also ja, aber das ist ja Gelände vom Wasserschifffahrtsamt. Und da, wenn Sie da irgendwas fest installiertes aufbauen, dann müssen Sie sich das genehmigen lassen. Ah, das ist ja alles mobil. Jetzt haben wir geschraubt, schrauben wir gleich wieder ab und sind wieder weg. Eine kurze Frage haben wir noch. Dürfen wir einmal über das Boot springen? Nein. Nur vorne, nur vorne. Nein, nein, das auch schade. Ganz schönen Tag noch. So, die Bullen haben tatsächlich uns erlaubt, dass die Russian String hier stehen bleiben kann. Das einzige Problem, was sie hatten, waren, dass die Autos da geparkt haben. Dementsprechend können wir weiter Spaß haben und im Hintergrund hat sich ein Fail abgespielt. Bin ich müde. Aua, schreit der Bauer. Alter! Alles gut? Ja? Sag mal, was passiert. Au. Also, wunderbares Ding, Alter. So, mein Double-Side-Split, das war leider nicht das Gelbe vom Ei, war ein bisschen kacke. Und zwar geht er jetzt rein in den Full-Send. Dwayne steht als nächstes bereit und will sich volle Rohr reinjagen. Ich mische ihm jetzt aber erstmal was an. Ihr wisst es, Holy Energy. Und zwar haben wir hier die neuen Sorten. Und zwar alle im Tri-Pack-Format. Das heißt, könnt ihr einfach mal probieren und euch dann fertig machen und dann lernt er fliegen. So wie Dwayne gleich. Ihr wisst, wie das läuft. Ihr schmeißt es auf, ja, schmeißt dann den Becher rein. Das Ganze ohne Taurin, ohne Zucker. Einfach nur geil und gemacht für einen fetten Full-Send. Dann jagst du dir da noch Wasser mit dabei. Und wenn das Wasser drin ist, dann jagst du das Ding einmal durch die Gegend. Zack, fertig, bumm. Und dann gibst du dann den, der für den Full Send bereit steht. Pass auf. Ben, trinken. Trinken. Mhm. Ach, hab ich Bock. Mit dem Code Schlappen 5 könnt ihr direkt nochmal 5 Euro auf den ersten Einkauf sparen. Und mit dem Code Schlappen spart ihr dann 10% auf jeden weiteren Einkauf. In dem Sinne, rein in den Cent. Ah! Oh, ne. Oh. Ein A-Twist! Ein A-Twist! Ja, das ist der Cent von allen eigentlich. Digga, ein A-Twist! Jetzt. Komm, Alter! Komm! Hä? 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 Ganz genau! Ich hab gar nichts gecheckt! Ich auch nicht! Was ist passiert? Alter, nur Fragezeichen! Da gucken wir uns noch mal in Zeitlupe an. Ja, das war nix. Ich habe keinen Plan, was genau passiert ist. Ich probiere einfach nochmal. Jetzt! Komm! Hä? 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 Alter! Hä? Das war ein Anpol! Ja! Geil! Das war ein Anpol! Alter, war das ein Glücksgriff! Leon und ich haben gerade eine geile Idee ausgeklügelt. Und zwar wollten wir eine Katze von da machen, gleichzeitig zu zweit quasi. Aber irgendwie waren unsere Arme im Weg. Deswegen probieren wir so abzuspringen und dann gemeinsam in die Katze zu senden. Also spätestens jetzt kriegen wir den ersten richtig harten Bauchplatscher auf die Linse. Und ich freue mich wie Oscar da drauf. Wilder Schwung hier, ey, schon. Alter, ihr macht vor allem immer mehr. Sag mal, seid ihr überhaupt noch verrückt? Jetzt! Und
Hep! Oh fuck! Also Jan hat es irgendwie in die Katze geschafft. Leon hat irgendwie noch eine Kerze rausgeholt. Also da war für jeden was dabei bei dem Ding. Oh, das ist der Wahnsinn, Alter. Also da das Ganze gerade nichts war, haben die beiden Kojoten sich dazu entschieden, sich nochmal drauf zu stellen. Und das wird mindestens genauso geil, wenn nicht sogar genauso geil in geiler. Und jetzt! Ach, wieder. Aber der war! Also das war auf jeden Fall besser als der erste, noch nicht perfekt, aber den können wir auf jeden Fall so stehen lassen. So, der Abend ist angebrochen und jetzt wollen wir nochmal hier gut von der Swing und dem Trampolin senden, rein in die Anzüge. Umgezogen, rein ins Send! Das nächste ist jetzt ein Gemeinschaftsprojekt. Dwayne sendet und der Schmerz betrifft uns einfach alle. Das wird gut. Digga, der ging so auf die Seite, ne? Hey, geil! Ganz close vor überdrehen, aber. Ja, drei wären gegangen. Du alter Schelm, du. Ja, und der nächste sind drei. Vorteilhaft, da die nichts im Körper gespürt hat, weil da pure Gesichtslandung war. Wir befinden uns wieder an der Russian Swing. Der Triple von Jan hat nicht so ganz geklappt, deswegen muss das Vieh jetzt mal auf die Russian Swing gehen, damit er ein bisschen mehr Höhe kriegt. Nee, oh nee, wenn dieser scheiße Schwung jetzt schon, ey, da kriegst du wirklich nicht mehr Bock von dieser Scheiße hier, ey. Boah, ist das hoch, ey. Ey, diese Scheiße hier. Ready? Ja. Okay, ich nicht. Zeit, Alter! Oh, die Arme haben geklatscht. Komm, Junge, rein! Rein da! Oh, ey. Geil! Also, wir können ja mit dem Plan mal voran. Ich wollte einen Quad versuchen. Ja, er wollte einen Quad versuchen. Er wollte einen Quad. Er wollte überraschen. Ja? Ja, ja. Hat nicht so geklappt. Damit geht es rein in Quattro. So, also meine Gefühlslage sieht folgendermaßen aus. Ich bin verdammt nervös. Ich habe noch nie vier Saltos gemacht, also ein Quad. Da bleibt mir anderes zu sagen als Rainer. Alle ready? Ja. Yes. Ja. Alles gut, Digi. Ich hab aufgemacht. Ich bin so ein Vollidiot. Ich hab einfach aufgemacht. Jasper, so. Willkommen im Club der Sportversager. Danke. Für mich jetzt ist auch dabei. Wow. Dann werde ich jetzt mit meinem ersten Rückwärtssprung in Double A probieren und mich auf die Fresse legen dabei. Ja! Alter! Ja! Oh, Junge! Alter!
wunderbar. Der brennt gut, der Junge. So ein Lauch eignet sich auch super als Fackel hier. Hat er gerade seine Hände hinter den Rücken in die Flamme gelegt? Ja, absolut. Ist der völlig behindert? So, ihr seht es, der Tag neigt sich dem Ende. War ein überragender Sommertag hier am Kanal. Mit den Leuten von Cologne Bombs absolut abchecken auf YouTube, auf TikTok, Instagram, überall. Den Krötenficker kennt das schon, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Yeah, come on, I'm gonna have a vlog in English as well. Genau, ja, englische Version vom heutigen Tag bei ihm auf dem Kanal zu finden. Und uns dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann deabonniert uns und gebt uns gerne einen Daumen nach unten. Macht sich auch immer gut um Lebenslauf. Und jetzt gebt ihr noch einen letzten Sprung und damit sagen wir schon mal in geballter Form tschüss. Adios. Amigos. Rein in die Outro. Oder was? Arrivederci. Arrivederci. Outro. Alter. Danke, dass du mich in meinem Denken bestätigst, du Hurensohn. Was kommt jetzt? Wieso denn jetzt Hurensohn? Entschuldigung. Meine Eltern sind verheiratet und glücklich gewesen. Meine Eltern sind geschieden und auch glücklich. Oh, oh, Scheiße! Oh. Haben wir es eigentlich gesagt oder haben wir es gesagt? 3, 7! Oh! Erlebt! Junge, das muss so ein Nackenklatscher gewesen sein. Bläh! Hier, ich blute auch ein bisschen. Also, ui!